ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Merkt ihr, ich habe gute Laune. Irgendwie in letzter Zeit, tatsächlich habe ich immer richtig gute Laune. Wenn ich morgens aufstehe, direkt erstmal gute Musik an und dann, ja, geht es weiter. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich muss euch mal was zeigen. Das habe ich meiner Freundin am Samstag geschickt. Da seht ihr mal, also morgens bei mir ist aktuell... Morgen Sonnenschein, diese Nacht bleibt dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Mallorca 2014 oder 5, 2014 war es nicht, ich glaube 7 Jahre ist das jetzt her. 5:30 Uhr dachte sich das Animationsteam, Freunde, jetzt ist es Zeit aufzustehen. Mallorca, ja, bedenke, Mallorca. Das war sowieso so ein Hotel, wo halt viele Leute einfach nur Party gemacht haben, also wo... einfach, was auch viele Jugendliche waren. Ich war da mit meiner Oma und Opa. Wir haben da Urlaub gemacht. Und das weiß ich noch. Wir hatten auch direkt ein Zimmer am Pool. Das heißt, man hat es komplett gehört. Jeden Morgen um 5:30 Uhr haben die das gemacht. Das war geil. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich das erzählt habe. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein peinliches Momentchen festgehalten. Das haben sich jetzt ungefähr wahrscheinlich 20.000 Leute angeguckt. Gut, genug blamiert für heute. Ich fahre gleich ins wundervolle Bayern. Gleich ist relativ, also in einer halben Stunde, weil ich habe um 9:30 Uhr einen Termin. Ich weiß nicht, wie lange der dauert. Ich schätze mal eine halbe Stunde bis um 10 ungefähr. Dann muss ich noch eine Kooperation machen. Also ich muss da was aussuchen. Ich habe Philipp auch gefragt, ob der was haben will. Dann können wir nämlich im Partnerlook rumlaufen. Davon weiß der Gute aber nur nichts. Ach so, übrigens, ich war gestern mit Philipp in der Stadt, also in Frankfurt. Wir haben ein bisschen was gemacht. Ich kann euch jetzt mal ein paar Szenen einblenden. Es war nämlich richtig schön und wir haben Kaffee getrunken und gequatscht und... ich blende euch einfach mal ein bisschen was ein. Haben wir gestern gemacht. Ansonsten steht heute dann nicht mehr so viel an. Später wieder ein bisschen lernen. Am besten draußen, wenn mein Heuschnupfen nicht zu schlimm ist und wenn es dann wärmer ist, weil ich das super, super gerne mag. Ich habe Deutschbücher bekommen, eine Riesenlieferung, 3 Stück. Und es ist Goethe, Schiller und den anderen kenne ich nicht mal. Ich habe in dieses Buch reingeguckt. Schon Deutsch, aber es ist halt, es ist sauschwer. Ich muss erstmal die Filme angucken, bevor ich das Buch verstehe, weil das ist mir nichts. Aber das sind halt literarische Texte, so muss ich machen. Und dann immer diese Analysen dazu. Ich muss erstmal das Buch verstehen, ich muss erstmal die Wörter verstehen. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ich mache jetzt mal ganz kurz weiter. Ich muss noch schnell eine Sache machen und dann... geht's zum Termin und dann, ich nehme euch mit an. Termin war gut, Freunde. Ist aber ein privater Termin, also kann ich euch nicht viel zu sagen. Ich muss aber morgen mit meiner Mama dann nochmal hin. Ja, und dann war's das. Ich werde jetzt noch schnell einkaufen gehen. Also ich fahre jetzt zurück ins Büro. Also wir fahren jetzt erstmal zurück ins Büro. Dann kaufe ich schnell was ein zum Mittagessen. Und... dann werde ich lernen, also so wie immer eigentlich. Meine Tage sind aktuell nicht ganz so spannend, außer jetzt mal heute. Ich denke mal, ich mache später wieder was mit Philipp, also erst heute Abend. Ja, wie immer. Und gibt es noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Wetter ist richtig, richtig schön. Wir haben schon 10 Grad. Sollen heute, glaube ich, 14 oder 15 werden. Es wird endlich mal wieder ein bisschen wärmer. Ich freue mich sehr. Einkaufen war ich auch. Ich stehe hier so komisch, weil ich sonst meine Erdbeeren zerquetsche. Ich habe einmal gekauft, also verschiedenfarbige Tomaten. Die waren im Angebot und ich fand sie richtig cool, vor allem die grüne. Ganz viele Tortellini und Tortelloni und was auch immer. Also ich habe hier richtig viele Päckchen. So, weil aber auch heute Mittag meine Mom zum Essen kommt und ich das abends auch ganz gerne esse. Dann habe ich zweimal Mozzarella gekauft, Wraps, Brot zum Grillen. Ich mache mir das aber auch ganz gerne im Ofen. Das ist irgendwie auch neu. Es ist so Pizzabrot für Grill und Pfanne. Fand ich irgendwie interessant. Paprika, Kiwis und dann habe ich die Erdbeeren und noch eine Melone. Und das hier war jetzt mein Einkauf. Also nicht viel, sehr viele Nudeln, aber ich hatte keine mehr. gibt es als Nachtisch auch noch. Ein bisschen Honigmelone und einfach Erdbeeren. Und dann dazu gibt es einen richtig geilen Eiskoffee-Latte. Ich liebe Eiskoffee-Latte. Es gibt nichts Geileres. Meine Mama ist jetzt wieder weg. Ich muss die ganze Zeit die Augen so zusammenkneifen. Also wundert euch nicht, ich habe mich jetzt umgezogen in so einen Top, weil es doch relativ warm in der Sonne ist. Und dann kriege ich vielleicht so ein bisschen Bräune ab. Jetzt ist wirklich schon richtig, richtig warm. Ich habe immer noch eine Jeans an, weil ich irgendwie gar keinen Bock habe, mich jetzt umzuziehen. Ich weiß, dass viele aktuell zu Hause immer in Gammelklamotten oder Chillklamotten rumsitzen, aber ich persönlich mag es einfach nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich will mich einfach wieder normal anziehen und normal aussehen und nicht mehr so gammelig. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich in nächster Zeit öfter mal in Jeans oder so hier sitze, weil, wie gesagt, Philipp kommt jetzt gleich, der macht seinen Unikram hier, der studiert. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es war auch eine Frage, er studiert. Ich habe gerade mit meiner Spanischlehrerin telefoniert, habe noch 2, 3 Fragen geklärt und mache jetzt weiter an meinen Übungen, aber auch nicht mehr so lange, noch ungefähr so 45 Minuten, weil dann muss ich dieses Video hier schneiden, weil ich brauche ungefähr so 3 Stunden zum Schneiden und ich habe halt noch gar nicht angefangen, deswegen, das kommt ja heute Abend um 18 Uhr. Ich habe vorhin gedacht, die hören auf mit dem Baulernen, weil es zu heiß ist, aber tun sie nicht, deswegen hört ihr jetzt noch die Geräusche. Ich hoffe, ich kann mich jetzt konzentrieren, weil ich brauche es zum Lernen eigentlich eher ruhig. Aber wenn ich schon so Wetter habe, will ich es ausnutzen und draußen lernen. Deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Ich habe hier noch mein Detox-Wasser. Jetzt ist die ganze Menge da reingefallen. Das war nicht Sinn und Zweck der Übung. Little Snack, Freunde. Das sind so geile Chips. Die sind aus Linsen. Nährwerte sind auch echt in Ordnung. Wir sind am Ende des Vlogs. Ich kann euch jetzt nicht mehr viel zeigen, weil wir haben schon kurz vor 5. Ich muss jetzt noch das Frontbild bearbeiten und ja, also mit Lernen bin ich soweit durch. Ich werde es heute Abend noch fertig machen, weil ich die unbedingt noch einschicken möchte. Aber ansonsten habe ich jetzt die ganze Vorarbeit gemacht in Spanisch. Und ich hatte ja vorhin auch mit ihr telefoniert und mir 2 Fragen geklärt. Ich wünsche euch einen, ach was haben wir denn heute Montag, einen wunderschönen Montag oder einen guten Start in die Woche, so. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann am Mittwoch zu einem neuen Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!